Ja, der tibetische Arzt hat im Unterschied zum Arzt im Westen die Möglichkeit, über die Pulsdiagnose was zu erfahren, was wir nicht können. Nämlich er kann mit der Pulsdiagnose herausfinden, ob es einen Zusammenhang der Gesundheit oder Krankheit unterschiedlicher Organe gibt. Das bedeutet also, er kann vielleicht feststellen, dass es der Leber nicht gut geht und wird aber gleichzeitig davon sprechen, dass es möglicherweise auch die Augen betrifft. Wenn ich jetzt als Biochemiker mir die Frage stellen muss, was könnte da jetzt gemeint sein, dann würde ich sagen, verstehe ich das schon, weil wenn die Leber nicht ausreichend gut funktioniert, natürlich auch der Stoffwechsel des Auges gestört sein wird. Und wenn ich dann von diesen Überforderungen in unserer Gesellschaft sehe, zum Beispiel Augenmüdigkeitsstörungen durch das Lesen von gepixelten Bildern auf Handys, auf irgendwelchen iPads, für das Auge scheint es sozusagen ein klares Bild zu sein, für das Gehirn aber nicht. Die anderen Krankheiten, die uns alle begleiten und die der tibetische Arzt auch ganz anders sieht, ist zum Beispiel die Arteriosklerose. Für den ist es nicht eine Störung, vorerst einmal nur in irgendeiner Form mit, wir würden sagen, mit dem Herz-Kreislauf-System oder mit dem Blut an sich, sondern der sieht ja eine ganz andere Konstellation. Der sieht, dass in deinem Körper unterschiedliche Energien nicht mehr richtig in Harmonie sind und muss dann diese Balance wiederfinden. Also wird klarerweise feststellen, dass irgendein bewegendes Element nicht funktioniert. Er wird aber auch zum anderen sagen, da scheint irgendwo Hitze zu sein, die man behandeln muss. Und die spannende und letztlich auch eine große Erkenntnis für uns war, dass wir herausgefunden haben in Gesprächen mit tibetischen Ärzten, dass ein tibetischer Arzt, jemand, der unter Burnout leidet, letztlich energetisch beinahe gleich sieht wie jemand, der unter Arteriosklerose leidet. Das bedeutet, er sieht in beiden Fällen eine chronische Entzündung und sagt dann, aha, diese chronische Entzündung scheint Teil dieser ganzen Konstellation zu sein und die muss er behandeln. Klarerweise kann man von einem Burnout-Patienten nicht verlangen, dass er selbst aus seinem gestörten psychosozialen Umfeld kommt. Also da muss er wahrscheinlich sehr viel Arbeit leisten, mit seinem Arbeitgeber, mit der Familie, das mal anzusprechen. Von der körperlichen Symptomatik her helfen aber dann Herb- und Bitterstoffe, die definitiv diese Entzündung verkleinern, am allerbesten. Abseits von irgendwelchen pharmazeutischen Rezepturen. Ja, ich würde sagen, in erster Linie ist es so, wenn mein Interesse geweckt ist für in dem Fall ein traditionelles Medizinsystem, dann möchte ich einfach mal mehr darüber erfahren. Einerseits gibt es Unterschiede zur Wahrnehmung in meinem eigenen Medizinsystem, gibt es Dinge, die ich noch nie gehört habe. Und dann werde ich sicher zur Literatur greifen, werde versuchen, einmal vielleicht nachzulesen. Wir selbst haben ein schönes Buch dazu geschrieben, das sich Essmedizin nennt. Und das verweist ja dann in weiten Strecken auch auf die Grundlagen der tibetischen Medizinlehre. Wir haben es Harmonielehre genannt, weil letztlich der Tibeter das auch so sieht. Er sieht den Organismus dann in einer verlorenen Balance bei bestimmten Energien, die er anspricht, und die möchte er wiederherstellen. Um das machen zu können, muss er aber eine Sache wissen. Er weiß, dass Lebensmittel einen bestimmten Geschmack, eine bestimmte Geschmacksrichtung repräsentieren. Und er weiß auch, dass er bestimmte energetische Ungleichgewichte durch bestimmte Geschmacksrichtungen beeinflussen kann. Und deshalb ist die Möglichkeit, dann Heilung oder eine Verbesserung des Zustandes zu erreichen, sehr simpel, weil er einfach nur weiß, er muss dann bestimmte Geschmacksrichtungen kombinieren, um ein bestimmtes energetisches Ungleichgewicht wieder zu verbessern. Also jemand, der sich dafür interessiert, da eignen sich also viele Bücher der tibetischen Medizin. Es gibt ganz einfache, sehr viel in Deutsch geschriebene. Und wir haben halt in unserem Buch versucht, also sehr praktische Hinweise zu geben und immer wieder auch sozusagen dieses Tagesleben anzusprechen, weil ich möchte gleich was machen und nicht nachdem ich 25 Jahre tibetische Medizin studiert habe, für mein Leben dann irgendeinen Erfolg haben. Ja, falsch machen kann man natürlich mit allem, was man isst und trinkt, was natürlich auch mit Rezepturen aus der tibetischen Medizin, aber nicht unter den an sich dann in der Gesellschaft auch irgendwie festgelegten Möglichkeiten und ich würde sagen auch in den Indikationsbeziehungen. Naturstoffe sind immer dann schon auch von besonderer Gefährlichkeit für unseren Organismus, wenn sie in äußerst geringer Konzentration eine Wirkung haben. Wir kennen solche Stoffe, die wir Alkaloide nennen,
die natürlich eine, würde sagen, lebensbedrohende Funktion auch haben können. Wirkstoffe, die wir in der tibetischen Medizin finden, die wirklich auch in Rezepturen dann vorkommen, sind im Regelfall von ihrer Konzentration her so gering ausgelegt, dass es schon beinahe unmöglich ist, sich damit sozusagen in irgendeiner Form negativ zu beeinflussen. Wobei, ohne Vernunft geht es natürlich da auch nicht. Ich kann natürlich auch 30 Kapseln nehmen und habe dann vielleicht irgendwelche Zustände, die wirklich also nicht passend sind. Also ich würde sagen, bei normaler Indikation haben wir Jahrzehnte hindurch keinerlei von Nebenwirkungen gefunden. Eine Sache ist aber auch noch ganz wichtig: Sie dürfen nie gemeinsam synthetische Arzneien mit pflanzlichen Rezepturen vermischen. Nie zur gleichen Zeit. Wenn Sie einen Abstand von 2 Stunden halten, dann wird es nie zu einer Komplikation kommen, aber Sie müssen davon ausgehen, Sie können gleichzeitig das Herz-Kreislauf-Präparat mit einem Blutverdünner und noch vielleicht mit einem Aspirin kombinieren. Da muss die Vernunft einfach siegen. Das muss man eigentlich dann ansprechen auch. Ja, der mündige Patient ist immer angesprochen. Der mündige Patient, glaube ich, hat aber noch eine andere Wahrnehmung, die wir erst auch lernen müssen. Und das ist die unmittelbare Erfahrung mit zum Beispiel dem, was ich esse und trinke. Wenn ich die Geschmacksrichtungen anspreche oder dieses Gefühl, ich schmecke irgendwas oder rieche irgendwas, muss ich vielleicht vorher noch einmal herausfinden, ob ich denn überhaupt noch in der Lage bin, es zu tun. Der Geschmack bitter, der hat sich wahrscheinlich in unserer Gesellschaft schon irgendwie verabschiedet, weil wir natürlich auch durch die Veränderung der Lebensmittel in der Produktion verhindern, dass sie bitter und auch herb schmecken. Das ist in meinen Augen ein großes Verderben, weil damit ist eine wichtige Heilmöglichkeit eigentlich den Menschen entzogen.